So, willkommen zurück. Hogwarts Legacy 66. Wir sind immer noch in einer Kurzprüfung bei dem Endkampf. Neue Grafikkarte am Start. Aber ansonsten läuft es nicht gut, würde ich sagen. Vor allem, wir waren schon mal so weit, dass wir beim den Endgegner zu drei Viertel besiegt hatten, aber das letzte Viertel halt noch nicht. Ja, und diese Ruckler sind auch neu seit der neuen Grafikkarte. Schnell dadurch. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt nämlich der Monstertyp. So, jetzt können wir ihn nixen. Ich muss mal gucken, welche Farbe er jetzt macht. Okay, Mega Power Trank, das einsammeln und weiter. Okay, also wir dürfen halt nicht in seine Schusslinie kommen, dann ist eigentlich vorbei, ehrlich gesagt. So wie jetzt. Thank you.
Okay, das Ding muss man einfach ausweichen. Das ist gefährlich. Wenn der Scheiß passiert. Scheiße, vorbei. Ich schaff das nicht. Ich hab ihn gleich. Und jetzt. Puh, geschafft. Oh, endlich. Na endlich. So. Ach du Scheiße, ey. Das hätte ich aber jetzt nicht erwartet, dass es doch in der Runde schon klappt. War quasi nur meine zweite Runde, wo ich den schon so weit hatte. Ja, guck mal, erstmal hier noch die Schatztruhe. Revelio. Ist da noch irgendwas? Na komm, dann gehen wir da jetzt hin. Jetzt bin ich gespannt auf die Grafik, weil so 10 habe ich noch nicht gesehen. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke.
Oh, schon geilere Grafik. Ja, ich beende die Prüfung. Oh, ich wollte durchspringen. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt aussieht. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Mhm. Als nächstes gehe ich in die Eulerei, denke ich. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Ah, jetzt noch ein Porträt. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Oh, ich muss mein Gesicht gleich nochmal angucken. Ich finde sie sehr, sehr schön aus. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Oh, ha, jetzt erstmal Raum der Wünsche. Oh nein, jetzt ist Winter. Ich will keinen Winter haben. Ich will nicht so weit sein in dem Spiel. Ich will wieder am Anfang sein. Ah, doch, geile Grafik. Also ich feiere das gerade, sorry Leute. Und die Temperatur ist so 35 Grad gerade. Beim Kämpfen war sie vielleicht 40. Und GPU-Load 36%. War vorhin aber auch mal bei 40. Das sind meine Nachrichten. Ich dachte, da kann man irgendwas machen. So, ich habe neue Prüfungen. Ich meine neue Sachen. Stoppe Renrook. Ja, ich glaube, das kommt jetzt erstmal noch. Wir gehen mal zum Raum der Wünsche. Ah. Patty erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Rotego! Ah, ich wollte cool... Oh, das ist ein O. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Nein, will ich nicht lernen. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Ja, das wäre geil. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir.
Okay, mach ich. So, was würde ich jetzt machen? Ich würde jetzt aber gerne erstmal Raum der Wünsche, dann Hogsmeade und dann diese eine Nebenquest. Aber jetzt erstmal Raum der Wünsche. Und wegen den Demigeisen laufen wir dahin. Aha, das können wir jetzt auch öffnen. Alohomora. Und boah! Also erstmal, vorher war da irgendwie nie dieser Schatten. Aber ich finde, hier sieht man jetzt auch, dass das auf der Grafikkarte schon geiler aussieht. Boah, es ist alles irgendwie viel schärfer und geiler. Dankeschön auf jeden Fall an die Person, deren Grafikkarte ich jetzt benutzen darf. Ich möchte natürlich keine Namen nennen, weil die das vielleicht nicht wollen. Oh mein Gott. Vielleicht auch mal kurz im Inventar gucken, ob irgendwas geiler geworden ist. Nee. Nee. Immer noch erst 41% geschafft. La 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 la. Boah, ich stehe da gerade sowas von drauf. Mal gucken, wie viele ich habe. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wunderbar, wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser Alohomora zaubern. Ja, alles klar, machen wir. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ja. Sehr mutig. So, jetzt wahrscheinlich hier runter, genau. Ach, wird diese Note gespielt. Accio. Ja, da war ich schon, brauche ich gar nicht reingehen. Also seht ihr, jetzt hakt das Bild so, das hatte ich vorher nicht. Das heißt, die Leute, die das immer kritisiert haben, das war einfach... Ach du Scheiße. Weil die besseren Grafikeinstellungen haben. Das heißt, wenn man auf niedrig spielt oder auf schlecht, hat man das nicht. Aber dann ist halt natürlich die Grafik nicht so gut. Obwohl, jetzt fällt mir erstmal auf, wie dass meine alte Grafikkarte eigentlich gar nicht so schlecht war, wie ich immer dachte. Ich meine, die hat ja noch gereicht für das Spiel. Ne, ich muss hier nach oben. Ich verstehe es ja. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Selten gesehen. Nimmst du manchmal? Oh, da ist eine Nebenquest. Nee, aber weiter nach oben. Ach, die werden wir schon einsammeln. Ich glaube, ich renne zu sehr für das Spiel. Ah, die Nebenquest ist die im Raum der Wünsche. Ja, Dick. Was muss ich jetzt? Ein Männchen und ein Weibchen von irgendwas sammeln? Wenn Sie Zeit haben. Ja, sofort. Ich muss mich jetzt erstmal hier um die Mega-Power-Tränke kümmern. Ah, danke, dass du mir hier einen gemacht hast. Jetzt muss ich noch zu meinen Pflänzchen. Boah, das ruckelt jetzt aber ganz schön, ne? Boah, Alraune habe ich schon wieder nicht benutzt. Kann ich also wieder nicht sammeln?
Boah, und ich habe doch noch irgendwas gekauft. Das kann ich hier jetzt auch mal noch aufstellen. Ich habe noch gekauft. Für Pflanzen. Irgendwie so Zubehör. Ein Komposter habe ich gekauft und eine Schneidestation. So, die kommt hier hin. Jetzt noch die Farbe ändern. Und jetzt mal eben gucken. Die, ob ich die möchte. Die oder... Ich glaube, ich nehme die. So, und jetzt brauche ich noch einen Komposter. Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Da. Boah, sieht das eklig aus. Ey, zum Glück habe ich das alles ausgelagert, ne? So, Schneidestation. Ach, ich habe zwei Komposter. Eine Düngestation und einen Kompost. Ach du Scheiße, dann kann einer ja wohl wieder weg, oder? So, Verschwindibus. Wann habe ich das denn gemacht? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Naja, egal, ist halt so. So, was will Diek jetzt von uns? Ne, jetzt erstmal meine Zaubertränke fertig. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, Diek. Ach, hier. Gucken, wie er jetzt aussieht. Hallo, Diek. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Diek dachte, ja, sie besser. Möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut. Nein, will ich um nicht. Tierwesen zu züchten. Kein Bock auf Tierwesen. Ja, okay. Ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht kann. Das klingt nach einer guten Idee. Ja, es klingt nach einer scheiß Idee. Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Mhm. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Diek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Diek. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt eh nach Hogsmeade. Okay. Ich will trotzdem diese eine Quest da erst machen, aber wir müssen jetzt erstmal hier hin. So sieht's aus. Da sind jetzt auf jeden Fall ganz schön viele Nebenquests, die wir machen können. Erstmal nach Wälzer und Schriftrollen. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Ja, doch, kann ich auch verkaufen. Auch verkaufen.
Auch verkaufen. Auch verkaufen. Auch verkaufen. Auch wenn ich die eh noch nicht anziehen konnte. So. Ah, guck mal. Ach so, man sperrt die dann quasi im Gehege in Gehege ein und hofft, dass die Geschlechtsverkehr haben. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Mhm. Jetzt brauche ich noch ein Männchen. Ich meine, ein Weibchen habe ich wohl schon. Das können wir ja so nebenbei machen, wenn wir andere Quests machen. Ne? Dann würde ich jetzt erstmal gucken, dass ich... Was muss man denn da machen? Direkt Kaffee und eine Kröte. Weibchen habe ich schon. Ja, komm, Fleckenentfernung machen wir jetzt erstmal. Gucken wir mal, wo das auf der Karte ist. Vielleicht kommen wir da ja auch bei Testral-Leuten und so vorbei. Ah, guck mal, da kommen wir hier. Da könnte ich auch mal hin. Hier kommen wir auch an Tieren vorbei. Geil, da können wir eine lila Kröte holen. Da müssen wir hin. Würde ich vorschlagen, wir laufen da tatsächlich hin. Gehen hier in das Dorf erstmal. Und dann dahin. Gut, das heißt bei Hogsmeade können wir ja hier hingehen. Dann haben wir schon mal ein bisschen was gespart. Also wirklich nur ein bisschen was und dann sollte das Ganze funktionieren. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Rebellion! Oh. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Okay. Sonst ist hier aber nichts, oder? Ah, cool, man kann hier rausgehen. Revelio. Hey, warum soll ich denn jetzt Bubu-Tubler finden? Hätte ich das mal lesen sollen. Achso, und wo gehe ich da hin? Zu den Bubu-Tublern oder was? Ja. Okay. Und wenn ich es geschickt anstelle, kann ich halt nebenbei die Kröte besorgen. Und vielleicht auch ein Testralmännchen und sowas. Rebellion. Ja, das wäre so der Plan. Oh nein, nicht bescheuerte Kack-Katze streicheln. Oh, streichel, streichel, wie schön. Und weiter geht's. Das finden jetzt Leute süß, dass sie so gemacht hat. Okay. Nee, Katze, sorry, kein Bock. Ein Schloss? Revelio. Wer da wohl gewohnt hat? Mist, sollte jetzt eigentlich noch kommen. Da ist eine Merlins Aufgabe. Oh, hast du das gesehen? Was? Ich bin einfach auf den Besen geflogen. Ich drehe mich eine Sekunde um und dann. Wer hast du Momentum? Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Was für Tierwesen? Revelio. Naja, ist ja auch egal. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Keine Ahnung. Ach, scheiße. Die kann ich noch nicht. Akio, Bindung.
auch Akio. Ah, die muss man Confringo. Okay, das war mir nicht klar, aber das heißt, ich kann die demnächst auch woanders machen. Und Bombarda hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Yay! Und wenn man nicht im Kampf ist, braucht das irgendwie auch nicht so lange, um sich aufzuladen. Damit wäre das erledigt. Ja, sehr gut. Ich hatte das doch schon mal ausprobiert. Warum hat das bei mir sonst nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Okay. Ich muss hier rüber. Ich will nur die aktivieren. Und von da, also da gehe ich jetzt einfach nur hin, damit ich da auch mal war. Ich glaube, da können wir zwar noch nicht wirklich. Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Revelio. Ach, guck mal, hier ist ein Labyrinth. Was ich da machen muss, weiß ich aber auch noch nicht. Doch, ich glaube, ich war schon mal in so einem Labyrinth. Confringo! Incendio! Ja, genau, man muss da durchsichtig durchgehen. Ah ja, was gefunden. Zur Feier seiner Verbindung mit Athenisia errichtete Oinon sein größtes Werk, das angeblich vom griechischen Zauberer Daidalos inspiriert worden war, den prächtigsten Irrgarten, den er je geschaffen hat. Alle Hochzeitsgäste waren eingeladen, sich dem Irrgarten zu wagen, um nach Reichtümern zu suchen, die angeblich darin versteckt waren. Aber die Hexen und Zauberer erkannten etwas in Oinon, das die Geschichte und blieben fern. Diejenigen, die hineingingen, kehrten nicht zurück. Der Schrecken war damit noch nicht vorbei. In den folgenden Jahren fanden bis zu 1000 schottische Muggel ihr Ende in Blackwood Irrgarten, der sie mit den Versprechen auf Gold in seine Abgründe lockte. Okay. Okay, kann man leider nicht hochfliegen. Laufen wir hier einfach mal noch ein bisschen rum. Bis ich keinen Bock mehr habe. Also bis man hier den Ausgang findet. Weiß ja auch nicht, was man machen muss, um da rauszufinden. Könnte ja sagen, man hält sich immer rechts. Ah, okay, da war ich glaube ich schon mal drin. So, hier ist irgendein Tierwesen-Ding. Scheiß Schnappsack brauche ich. Okay, Kröten scheinen leicht. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Leicht zu sein, wie viel brauche ich denn? Nee, das reicht schon. Bubu-Tubla muss ich noch finden. So, Kröte schon mal abgehakt. Jetzt gehen wir da noch zu diesem einen Schnellreisen und dann war's das für den Part.
So, um die Tierwesen habe ich mich jetzt wenig gekümmert, aber habe ich auch im Moment keine Lust. Gehe ich einfach im Moment nicht rein in den Raum der Wünsche. Kein Bock jetzt gegen den Wolf zu kämpfen. Ich sehe einfach nichts, deswegen ist das gegen die zu kämpfen ein bisschen scheiße. Wie habe ich das denn geschafft? Nicht mein Revelio. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach nur drauf losgeballert. So, jetzt bin ich hier. Nicht Katze streicheln, ganz fies. In dem Haus drinne oder was? Ich bin einmal rumgelaufen. Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage! Ich habe einen Grimm gesehen. Oh nein! Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher, aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Der Grimm ist ein Omen, wenn es einer war. Omen greifen nicht an. Ich bezweifle, dass ein Unsichtbarkeitstrank helfen wird. Ich sehe, Sie glauben mir nicht. Na gut, mein Blut klebt an Ihren Händen. Ja, okay, ich gebe dir einen. Bin ich noch auf der Suche nach Unsichtbarkeitstrank? Haben Sie es sich überlegt? Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Mich bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. Ja, bitte. Ich muss darauf bestehen, dass Sie dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen. Ja, hab ich. Supi. Das heißt, das war's jetzt erstmal. Ich weiß zwar nicht, wofür ich vorfliegen brauche. Und hier geht's dann das nächste Mal weiter. Bis dann. Tschüss. Ist der Rauch da grün? Wegen Flohflammen? Anscheinend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal mit coolerer Grafik.